Tore, Tore, Tore. Mal mehr, mal weniger. Die Saison 2014-2015 war rekordverdächtig. Wir haben für euch im ersten Saisonrückblick einige der beeindruckendsten Partien der zurückliegenden Spielzeit herausgesucht. Der höchste Sieg. Diesen Rekord teilen sich zwei Vereine. Meister Kiel ließ dem HBW Balingen-Waldstätten am 23. Spieltag zu Hause mit 37:18 nicht den Hauch einer Chance. Und auch der TBV Lemgo deklassierte einen Gast mit unfassbaren 19 Toren Unterschied. Der HSV Handball musste am vorletzten Spieltag dran glauben. Die meisten Tore. Das Schützenfest der Saison lieferten sich die MT Melsungen und der THW Kiel am 21. Spieltag. 73 Mal klingelte es bei dieser Partie im Gehäuse. Ein Tor alle 49 Sekunden. Das freut die Fans und sorgt für Stress am Zeitnehmertisch. Die wenigsten Tore. Die Tore fallen in der DKB Handball-Bundesliga aber nicht immer wie von allein. Im Gegenteil. Im Nordderby am dritten Spieltag mussten der HSV Handball und der THW Kiel für jeden Treffer hart ackern. Das Ergebnis? Ein 20:19 Auswärtssieg für die Zebras. Nachdem schon der höchste Sieg und das Spiel mit den meisten Toren aufs Kieler Konto ging, ist der Meister jetzt also auch noch für den Minusrekord an Toren zuständig. Viele Tore, hohe Siege, wenig Gegentore. Man könnte es sich fast denken und mit einem Blick in die Statistik wird es Gewissheit. Der THW Kiel warf in dieser Saison die meisten Tore der Liga und kassierte die wenigsten. Wenn das mal nicht meisterlich ist.